Nein, das darf sein. 11 Minuten Fußball-Dramatik pur. Das Jahrhundertspiel von 1970, das Halbfinale der WM. Und wir schauen nochmal in die Gesichter der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und wir werden den blutjungen Berti Vogt sehen, neben Wolfgang Overath. Und schauen Sie mal hier, Bernd Patzke von Hertha BSC Berlin. Der war 1970 in dieser Partie dabei. Jürgen Grabowski, Gerd Müller, Hannes Löhr, Willi Schulz, Franz Beckenbauer, der sollte von sich reden machen in diesem Spiel. Karl-Heinz Schnellinger in Italien bei Inter Mailand aktiv, Sepp Maier und dann natürlich noch Uwe Seeler, der Kapitän dabei im deutschen Team. Nutzen wir die Gelegenheit, noch einmal hier in die Aufstellung zu schauen. Also, sicherlich für viele, die sich mit Fußball beschäftigen, immer noch überraschend. Ja, er war dabei 1970 mit der 15 von Hertha. Bernd Patzke und große Namen natürlich bei den Italienern. Boninsegna in Gladbach, bestens bekannt. Mazzola, Riva, also natürlich eine Mannschaft mit ganz, ganz viel Klang. Die Italiener, die sich so ein bisschen durchs Turnier gemogelt hatten, aber zum rechten Zeitpunkt topfit waren. Das sollte man in diesem Spiel erkennen. Auf geht's, rein in die Anfangsphase dieser Partie. Gleich die erste brenzlige Situation, die im Endeffekt aber keine Gefahr brachte für Sepp Maier. Schnellinger hatte da geklärt. Wir sind noch in der Anfangsphase. Wir sind in der 8. Minute. Boninsegna. Über Umwege kommt er wieder an den Ball und dann war es die frühe Führung. Genau das, was man gegen Italien niemals haben will. Und das galt auch damals schon, dass die Azzurri früh in Führung gehen. Unglücklich aus Sicht der deutschen Mannschaft dieser Treffer. Da scheint schon alles geklärt. Und dann kommt Schulz zu spät gegen Roberto Boninsegna. Und Maier war geschlagen. Und nun rechneten alle natürlich damit, dass man den berühmt-berüchtigten Catenaccio sehen würde. Aber die Deutschen, sie versuchten es. Beckenbauer, und da war doch ein Foul im Spiel. Facchetti, aber der peruanische Schiedsrichter, auf den sich die deutschen Medien hinterher einschossen, ließ laufen. Nächste Gelegenheit für die deutsche Mannschaft, Gerd Müller. Glück für Enrico Albertosi im italienischen Tor. Weiter die deutsche Mannschaft, die jetzt alles versuchte. Die Italiener, sie beschränkten sich aufs Beton anrühren. Noch einmal ein Versuch und wieder Albertosi mit einer Glanzparade gegen den Frankfurter Jürgen Grabowski. Toller Abschluss, aber Albertosi war wieder einmal Endstation. Zur Pause eine glückliche Führung für die Italiener vor knapp 103.000 Zuschauer im Aztekenstadion von Mexico City. Dann die Italiener. Sepp Maier zur Stelle. Riva mit dem Abschluss, aber der Bayern-Keeper Sepp Maier ohne echte Probleme bei diesem Kopfstoß. Dann wieder die Italiener. Deutsche Mannschaft störte jetzt für damalige Verhältnisse sehr, sehr früh. Grabowski dazwischen, Müller gegen Albertosi. Situation geklärt, dann noch einmal Jürgen Grabowski. Guter Rückpass auf Wolfgang Overath. Und das war natürlich die Riesengelegenheit zu Beginn der zweiten 45 Minuten für den Kölner, für den heutigen Präsidenten des FC. Wolfgang Overath, knapp, denkbar knapp, gescheitert. Dann wieder die deutsche Mannschaft. Italien nur noch hinten drin. Das war Patzke auf Franz Beckenbauer. Beckenbauer setzt sich durch und wieder forderten die Deutschen Strafstoß. Und wieder sagte der Peruaner, nö, das war außerhalb. Die Deutschen fühlten sich verschaukelt. Aber er zeigte es deutlich an. Yamazaki, nur Freistoß. Den führte Wolfgang Overath aus. Scheiterte. Deutsche Mannschaft im Ballbesitz nochmal eine gute Ablage von Overath. Aber dieser Schuss von Beckenbauer, natürlich keine Gefahr. Dann aber, schauen Sie mal, Albertosi gegen Grabowski. Der Ball kullerte nicht ins Tor. Und in letzter Sekunde kam Albertosi noch vor Gerd Müller an den Ball. Was für ein kurioses Ding. Schießt Grabowski an und jetzt kommt das lange Bein von Albertosi. Da hätte die deutsche Mannschaft natürlich schon den Ausgleich machen können. In diesem Thriller 1970. Wieder die Deutschen. Die Mannschaft von Helmut Schön, Seeler, Kopfballstark und Albertosi. Der wurde in diesem Spiel zum deutschen Albtraum. Die letzten Sekunden dieses dramatischen Spiels. Die Flanke von Grabowski, Schnellinger. Die Italiener werden sagen, ausgerechnet Schnellinger.
Diesen Kommentar kennen alle, die dabei waren an den Fernsehschirmen noch von 1970. Jürgen Grabowski und dann der Italien-Legionär Karl-Heinz Schnellinger mit dem Ausgleich in allerletzter Sekunde. Wahnsinn. Und da sehen wir gerade Franz Beckenbauer, der war schon lange gehandicapt mit einer schweren Schulterverletzung, biss aber auf die Zähne mit Verband und hielt dieses dramatische Spiel komplett durch. 94. Minute. Also, wir sind in der Verlängerung. Uwe Seeler. Italiener, unsicher hinten. Und da ist Müller. Gerd Müller zur Stelle für Deutschland. Und die Mannschaft von Helmut Schön war plötzlich wieder vorn. Sollte das funktionieren wie gegen die Engländer im Viertelfinale? Poletti war es unglücklich mit der Brust, der den Ball nicht zu Albertosi zurückbrachte. Hier sehen wir es ganz deutlich. Und Müller, der erahnte in seiner Karriere immer genau diese Situation. Ein Instinktfußballer. Gerd Müller zur Stelle. Und nun träumten die Deutschen vom WM-Finale 1970. Die Italiener mit dem Freistoß wenig später. Und auch da prallt der Ball unglücklich ab. Diesmal von Sigi Helz. Burgnitsch, der italienische Verteidiger, nutzte das Ganze 4 Minuten nach der deutschen Führung zum Ausgleich. Alles wieder offen in dieser dramatischen Partie. Schon jetzt war es ein Wahnsinnsspiel, aber das war noch längst nicht alles. Noch einmal die deutsche Mannschaft, das ist Stan Libuda. Der Schalker, Libuda. Seeler und wieder Enrico Albertosi, der ein Riesenspiel machte. Wir sind kurz vor der Halbzeitpause der Verlängerung. Overath, Ball abgeblockt, aber die deutsche Mannschaft blieb in Ballbesitz. Wieder Libuda, setzt sich gut durch. Kein Foul, kein Foul. Und dann läuft der italienische Konter. Wie gesagt, kurz vor der Pause in dieser Verlängerung. Rosato. Auf Riva. Riva und dann waren die Italiener wieder vorne in diesem Ehrenfußballspiel. Rosato auf Riva. Luigi Riva von Cagliari Calcio mit der Führung für die Italiener. Nichts zu machen für Sepp Maier. Auf dem falschen Fuß erwischt, kommt da nicht mehr schnell genug runter. Und alle dachten jetzt, also das kann eine Mannschaft nicht nochmal verpacken. Mit einem angeschlagenen, extrem angeschlagenen Kaiser Franz Beckenbauer. Aber die Deutschen kamen nochmal. Grabowski mit der Ecke. Albertosi, eine seiner wenigen Unsicherheiten. Libuda. Unglaubliche Moral der deutschen Mannschaft. Müller lauerte da hinten, bekam den Ball nicht. Beckenbauer. Unfassbar, diese Schusshaltung von Beckenbauer mit dem Arm in der Schlinge. Eine Energieleistung unseres Gastes. Wieder die deutsche Mannschaft mit dem nächsten Freistoß. Seeler, Albertosi. Das war ein echter Teufelskerl. Gegen Uwe Seeler, Enrico Albertosi, wie Riva von Cagliari Calcio. 110. Minute, Libuda mit der Hereingabe. Wieder Seeler und Müller. 10. Turniertor von Gerd Müller. Torschützenkönig dieser WM. Und dieses Spiel war wirklich nicht zu fassen. 3:3. Der 4. Treffer in der Verlängerung. Unfassbar. Was war das für ein Fußballspiel? Kurz ausgeführte Ecke. Die Flanke genau auf Seeler. Der mit seiner Stärke dem Kopfballspiel legte ab. Und Müller unwiderstehlich. Gerd Müller. Und nun haben wirklich alle gedacht, also das ist ja nicht mehr zu toppen. Was soll denn da noch kommen? Es kam noch etwas zum Leidwesen der deutschen Mannschaft, zum Leidwesen aller deutschen Fußballanhänger. Das ist der Anstoß nach dem Ausgleich. Der eingewechselte Rivera. De Sisti. Auf Facchetti. Da ist Boninsegna, Roberto Boninsegna. Boninsegna und Rivera. Rivera ist zur Stelle. Also wenn man der deutschen Mannschaft im Nachhinein immer ein Kompliment machte, das musste man natürlich auch den Italienern.
Auch sie kamen wieder zurück. Die unmittelbare Antwort. Klasse Vorarbeit von Roberto Boninsegna von Inter Mailand. Und Rivera war im Endeffekt der Siegtorschütze für die Italiener. Das dramatischste Fußballspiel aller Zeiten, da lege ich mich einfach mal fest. Unglaublich, 5 Treffer in der Verlängerung. Wenig später pfiff er hier, der Peruaner, der Buhmann der deutschen Medien, dieses Spiel ab. Und Italien stand im WM-Finale 1970, unterlag da allerdings nach dieser Kraftanstrengung sang- und klanglos 1:4 gegen Pelé und die Brasilianer. Aber dieses Fußballspiel ist eins, das niemand, der es in irgendeiner Form live oder im Nachhinein mal gesehen hat, jemals vergessen wird. Es war das Jahrhundertspiel.